Hallo und willkommen bei Brick and Games. Ich stelle ein Spiel vor, das heißt die Simpsons Tap It Out oder die Simpsons Springfield Beam. Wie man es auch nennen will. Jetzt leise. Also, da geht es darum, Homer hat alles explodieren lassen, ja. Da kannst du wieder und gucken. Ja, und da geht es jetzt darum, dass man für Dollar und Donuts wieder Springfield aufbaut. Hier, ihr seht, dass Dollar viel einfacher zusammensammeln sind als Donuts. Ja. Die hat ein Maschinengewehr, die Kleine. Und? Ja, und hier ist gerade so ein Thema, und zwar The Simpsons, ich meine, so ein Event, na, so für die Rumblewood Academy. Wer die Folge kennt, schreibt mir das bitte in die Kommentare. Ich kenne es zwar nicht, und egal. Und zwar kommt dann immer Gil, der tut dann so spezielle Angebote, was eigentlich gar keine speziellen Angebote sind, für Donuts. Dann, ja, zum Kauf anbieten, und ihr seht, die sind meistens teuer. Ja, wir haben hier noch Freunde besuchen, die sich keine Anfragen schicken, weil ich bin nicht beim EA-Konto angemeldet, also hat es gar keinen Zweck. Ja, das nächste Mal Film, da habe ich wahrscheinlich, da platziere ich wahrscheinlich das vertrautes Gebäude. Und was noch interessant ist, hier die Springfield Heizzone. Ihr seht, ich bin noch ein bisschen weit, ist aber noch gar nichts. Hier kann man Ressourcen produzieren, Werbeartikel oder keine Ahnung. So Matten, Latte, Möbel, Auszeichnungen und Handys und Tabletten hier. Hier kann noch einen Namen von den Gebäuden einziehen. Ja, gibt es dafür auch eine Steuerbehörde, die. Ihr seht vielleicht, dass das so in Radius kommt. Das wegen der Steuerbehörde, den kann man verdoppeln für $50.000, was ich wahrscheinlich erst irgendwann mache, wo ich das mir auch leisten kann. Da gibt es noch einen Mammutbaum, den kann man aufrüsten, was aber gerade eben teuer ist. Hier kann man so am besten Donuts sammeln. Ich mache hier gerade was, damit ich wieder 3 Donuts kriege, weil ich will die Homer muss sterben Rakete mal kaufen. Die bringt, ja, das erkläre ich euch gleich. Hier gibt es so Sterne für so Sachen. Ihr habt doch sicher schon bemerkt, dass ich schon viele braune Häuser habe. Das ist für die Schmerzfreiheit-Bewertung. Hier, dann hier noch. Ich habe noch 19,75% auf Geld und EP. Da kann man nämlich Donut-Sachen platzieren, und dann kriegt man Geld und EP meistens. Ja, die sind immer wieder Events und Updates. Hier gibt es noch die Einschienenbahn. Yes. Hier kann man Springfield der Müll sammeln. Der Müll wird hier gebraucht. Das Recycelte wird hier gebraucht, um in Blaupausen eingewandelt zu werden. Jetzt wird er hier gebraucht, um dann die Einschienenbahn weiterzuführen. Ich lasse sie bald fahren. Ja, was gibt's noch? Man kann hier nach. Naja, ja,
da gab es auch in Springfield Heights solche Ressourcen, die werden meistens hier gebraucht, um Sachen zu kaufen. Also wer das Spiel schon kennt, ist eindeutig ein Vorteil bei diesem Video. Ja. Ach ja, und dann gibt es hier noch den Grundbesitzwert. Da kann man Jobs da bei den Ressourcen freischalten. Und das so Sachen zum Kauf verfügbar machen. Das Interessanteste ist das hier, da kann man auch nur mit den Ding Preise gewinnen. Ja, jetzt wollte hier Rubbel, kann man noch Rubbellose kaufen. In letzter Zeit habe ich immer das gleiche Glück. Ja, ich wollte euch ja Krusty Land zeigen. Ja, hier kann man Tickets sammeln. Das ist wieder eine wie Springfield Heights. Da kann man alles für Tickets und Donuts kaufen. Ja, man kann hier Jobs zuweisen. Hier muss man auch manchmal was machen. Hier gibt es Aufgaben. Manchmal ist da reden meine Springfielder irgendwas und dann muss man manchmal was bauen oder die müssen das machen. Schau, hier zum Beispiel hier beginne Nacht im Knobelegium. Da kann man erst das Springfield Knobelegium wahrscheinlich für $50,000 erschalten. Und wenn noch was Neues platziert, kann man kommt XP. Was will ich es? Ja, ich brauche einen guten Platz, wo es hinpasst. Ich tue es irgendwo hier hin. Und da kommen diese XP, die braucht man, um Level aufzustufen. Hier kam noch für Donuts. Ein EP-Beschleuniger und sammeln, aufladen, dann kam das fünffache EP immer für Stunden oder Tage kriegen. Ja, es gibt die Charaktere, die 50% mehr auf Geld und EP machen, also nur die Charaktere da. Die haben Donuts gekostet. Ich habe nämlich mal am Anfang hatte ich 100 Donuts. Das war echt gut. Am Anfang kriegt so viel Donuts und dann habe ich mir alle rausgehauen für Überraschungspacks. Da kriegt man manche gute Sachen, manche blöde, muss ich erst sagen. Ja, habe ich aber dank den Überraschungspacks auch 2 Ladler Donuts, obwohl einer gereicht hätte. Ja, ich glaube, als Einführung reicht es. Man kann auch manchmal Maggie suchen, da kann man auch Donuts gewinnen. Es gibt auch Hunderennen. Das kann ich aber nicht machen. Mache ich vielleicht alles im nächsten Video, dann bis zum nächsten Mal. Stopp.